Schließ das Fenster, wenn viel Schnee fällt, damit es nicht ins Auto reinschneit. You know? Kleiner Tipp am Rande. Nein, das ist meine größte Angst, Leute. Nee, nicht herzlichen Glückwunsch, das ist doof gelaufen. Mein Beileid. 2 Schweigesekunden für dieses Mädchen. Heute ist Tür Nummer 18 im großen El Mago Adventskalender, Leute. Ich bin schon richtig gut drauf, denn es sind nur noch 6 Tage bis Weihnachten, Leute. Freut euch auch auf Weihnachten. Ich bin so ein Mensch, ich freue mich wirklich auf Weihnachten. Aber Leute, das heißt natürlich nicht, dass Weihnachten immer alles gut gehen muss. Es kann auch mal passieren, dass eben was Schlechtes passiert. Okay. Okay, was war das wieder für ein Deutsch? Es kann passieren, was Schlechtes passiert hat. Auf jeden Fall, Leute, gucken wir uns deswegen heute Weihnachtsfails an, wie ihr es schon auch am Titel erkennen könnt. Und das wird bestimmt richtig lustig, Leute. Und wie ihr wisst, Leute, der El Mago Adventskalender läuft auf Hochtouren, Leute. Richtig fette Preise zum Absahen, Leute. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und abonniert schon mal diesen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, Leute. Und jetzt labert nicht mehr lange, geht ins Video. Und wir sehen das erste Bild und sehen hier direkt den ersten Spezialisten, der sich oder die, das ist glaube ich eine Frau, die sich gerne den Weihnachtsbaum vom Dachboden holen möchte. Kurzer Brainlag wieder bei El Mago. Hat das Wort Dachboden vergessen. Kommt mal vor. Und da dann irgendwie einen falschen Schritt gemacht hat. Als erstes so, muss das ja ein Plastik-Weihnachtsbaum sein. Ja, ist logisch. Weil ein normaler Weihnachtsbaum würde ja vergammeln. Der hätte keine Tannenzapfen. Nee, Blätter. Was sind denn das? Diese Nadeln. Tannennadeln. Nö. Weil dann hätte der auch gar keine Tannennadeln mehr. Also will sie den Plastikbaum von dem Dachboden runterholen. Und er hat natürlich einen falschen Schritt gesetzt. Und, wie man sehen kann, ja, ein neues Dach durch die Decke gemacht. Wir gehen ins nächste. Der Kollege, der im Winter bei Schneefall vergisst, natürlich das Fenster zu schließen. Ja gut, dass es dann vielleicht reinschneien könnte. Das kann man natürlich mal vergessen, aber das hat denn ja wohl richtig geschneit, Leute. Da liegt richtig hoch Schnee auf dem Sitz und so und sogar auf den Fahrersitz ist was gekommen. Ich glaube, da ist ein Applaus an dieser Stelle mal angemessen. Oder Löwe, was sagst du? Ist ein Dummkopf, oder? Ja. Der ist eine richtige Flachzange. Ja, bin ich auch. Ist echt ein Dummkopf. Also Leute, kleiner Tipp an euch, kleiner Lifehack. Ja, El Mago ist ja auch manchmal ein bisschen dazu da, um euch Tipps fürs Leben zu geben, um euch im Leben so ein bisschen, ihr wisst schon, voranzubringen. Nö. Schließt das Fenster, wenn viel Schnee fällt, damit es nicht ins Auto reinschneit. You know? Kleiner Tipp am Rande. Ja! Nö. Man kennt's. Man kriegt zu Weihnachten ein tolles Geschenk. Irgend so eine Kugel, keine Ahnung, mit irgendwie. Bestimmt schüttelt man die und dann ist da so ganz viel Schnee, richtig toll. Nur gab's auf diese Kugel auch ein extra Geschenk. Und zwar eine schöne Spinne. Und wie ihr wisst, liebe ich Spinnen, ja. Und deswegen. Aber die Frage, die sich mir stellt, wie kommt diese Spinne da bitte in dieses Glas an? Weil die sitzt ja nicht auf dem Glas. Oder sitzt die auf dem Glas? Ach nee, die sitzt auf dem Glas, glaube ich. Auf jeden Fall, wenn sie im Nö. Wenn sie in der Kugel drin ist, frage ich mich, wie kommt sie da rein? Ich will diese Kugel trotzdem nicht haben. Okay, wenn man sie schüttelt, dann wird es der Spinne ja auch nicht. Nein, die sitzt bestimmt da drauf, das kann ich mir nicht vorstellen. Oder die Spinne findet das so richtig nice da aus. Sie hat eigene Wohnung und wenn man schüttelt, so, ah, schneit und so. Bestimmt denkt die Spinne das, Mats. Bestimmt denkt die das. Auf jeden Fall, aber wenn sie außen sitzt, ist das schon auf jeden Fall schlimm genug für mich. Ich hasse Spinnen und, nächstes Bild. Oh mein Gott! Nein! Das ist meine größte Angst, Leute! Das ist meine größte Angst! Ich denke immer wieder, wenn man so Geschenkpapier aufreißt und so, mir ist es noch nie passiert. Und ich frage mich so, irgendwann muss es doch mal passieren, dass man auch einfach den Schein mit durchreißt. Oh mein Gott, es ist wirklich ohne Witz die größte Angst, dass mir das mal irgendwann passiert. Aber es ist mir bisher noch nicht passiert, wenn ich mal Geld geschenkt bekommen habe. Dann ging das halt immer relativ gut klar. Leute, ist das einem von euch mal passiert, muss es passiert sein. Weil ich denke immer wieder so, warum ist mir das noch nie passiert? Aber es hätte schon längst passieren müssen, weil man kriegt ja mal Geld so in Briefumschlägen geschenkt oder ein Geschenkpapier geschenkt. Ein ihr wisst schon, was ich meine. Nö. Ich bin manchmal ein bisschen braindead und es ist schon wieder 11:45. Folgt mir auf Instagram, Leute. @elmago. Let's go. Schreibt in die Kommentare, ist es mal jemandem von euch schon passiert? Das nächste Bild. Leute, wir haben dort einen Fernseher stehen und wir haben ein Tablet stehen. Und Leute, das Tablet hole ich mal ran. Denn heute wird kein Tablet verlost, Leute. Damit warte ich noch. Aber Leute, es wird auf jeden Fall noch Verlust, Leute. Einen glücklichen Gewinner wird es geben. Schaltet am besten einfach ab heute jeden Tag Video ein. Aktiviert einfach die Glocke, dann verpasst ihr das nicht, weil manchmal ist das ja alles so ein bisschen komisch geordnet auf der Startseite. Die Abo-Box spinnt manchmal so ein bisschen. Aktiviert einfach die Glocke, schaltet sofort ein und alles ist cool. Heute wird es nochmal auf jeden Fall trotzdem krass, Leute. Und zwar verlose ich eine 50 € PSN-Card. Genau, ihr könnt damit einfach euch im PSN-Store, ich habe keine PlayStation, Leute, ich weiß gar nicht, aber in einem Store wahrscheinlich irgendwas, Spiele kaufen, V-Bucks kaufen und so weiter. Und
und so fort. Wenn ihr diese 50 Euro Gutscheinkarte gewinnen wollt, dann müsst ihr nur drei Sachen machen, Leute. Abonniert einfach meinen Kanal. Nummer 1. Nummer 2 ist, abonniert mich auf Instagram @elmargo. Easy peasy, cheesy, Leute. Ihr wisst ja, wie ich auf Instagram heiße. Und Nummer 3, ihr schreibt einen Kommentar mit Hashtag Weihnachten, würde ich sagen. Ja, Hashtag Weihnachten. Und Leute, in 7 Tagen lose ich das Ding aus. Und vielleicht ist ein glücklicher Gewinner von euch dabei. Ihr habt gute Chancen. Jeder Kommentar nimmt einmal teil. Ihr dürft gerne mehrere Kommentare schreiben. Und jetzt viel Glück. Das Gewinnspiel, Leute, aus Türchen Nummer 10. Das waren die Samsung-Kopfhörer. Hast du gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Lea. Oh nein. Die armen Leute. Die armen, armen Leute. Oh, die sitzen zusammen an einem Tisch, wollen ein gemütliches Dinner haben auf einem Glastisch. Und es kann ja mal passieren, dass der gesamte Glastisch komplett einfach kaputt geht. Ich weiß nicht, wie man das schafft, vor allem, weil das ja echt immer meistens dickes Glas ist, aber naja, wenn da ärgerlich irgendwas raufgefallen ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall liegen da sogar Muscheln und so weiter. Es war auf jeden Fall, glaube ich, ein richtig... Und links liegen Garnelen, also Garnelen, Muscheln und so, das war ein richtig teures, richtig gutes Essen. Und einfach mal der ganze Glastisch hat sich einfach mal gedacht so, wir können jeden Tag kaputt gehen, aber nein, ich gehe heute mal kaputt, wenn das Essen richtig teuer ist. Danke, Glastisch, an dieser Stelle einmal... Oh mein Gott. Leute, diese Person, die einfach nur Kekse machen wollte, mit leckeren, gut aussehenden Schokoladenflecken obendrauf. Nur dass denn die Schokoladenflecken eventuell aussehen könnten wie schöne braune Häufchen. Ihr wisst schon, was ich meine. Jeder kann sie erkennen. Es sieht ja eindeutig danach aus. Daran hat man nun überhaupt gar nicht gedacht. So, und ich stelle mir gerade vor, wie man wirklich mit Mühe diese Dinger macht, schön mit Schokolade drauf, die dann schön backt und so weiter. Und dann den ganzen Eltern und der Familie serviert und alle nur so, nee, ich habe heute keinen Hunger, nee. Lass mal, lieben gerne, die sehen super aus, aber ich habe heute keinen Hunger und so keine Appetit darauf hat, weil sie einfach aussehen wie irgendwie so unlustige, genau, die Kekse sind sehr unlustig, wie unleckere Kekse mit ein bisschen Kaka obendrauf. Lecker. Leute, ich weiß doch, ihr wartet drauf, die Grüße an die Margangster gehen heute mal wieder raus an Genie-Chan20, danke für deinen lieben Kommentar. Anschleich Love. Ich möchte ein Margangster sein. Ja, dann abonnier einfach den Kanal, dann bist du ein Margangster. Und abonnier mein Insta, dann bist du ein Ultra-Margangster. Und dann läuft der Hase. Und, Kommentar geht raus, genau. Oh, ich bin mal wieder so fällig neben der Spur. Grüße gehen raus an CT555, 5 Star Wars. Am besten noch ein bisschen längerer Name, nein, Spaß. Den ersten Kommentar hat Mia Schulze, Icing, geschrieben. Wenn du im nächsten Video auch gegrüßt werden willst, dann sei im nächsten Video der allererste Kommentar. Oder schreib unter diesem Video einfach einen Kommentar. Und dann wirst du nächstes Video gegrüßt. Let's go. Das nächste Bild, Leute. Okay, ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen. Wir sehen ein Lebkuchenhaus, in dem viel Arbeit drin steckt, wo das Kind wirklich sehr lange dran saß und welches einfach Feuer fängt. Was zum Teufel? Wie passiert das? Wahrscheinlich hat sie da irgendwelche Kerzen angezündet, aber ein Lebkuchenhaus brennt ja auch eigentlich nicht so gut. Oder brennt Lebkuchen gut? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sehen wir im Hintergrund, wie sie noch irgendwie in letzter Sekunde versucht, da hinterher zu eilen. Aber das war's. Das Lebkuchenhaus hat's erwischt. Man sieht auch schon vorne, wie die Lebkuchen, diese Figuren auch schon einen traurigen Smiley bekommen, weil die merken, das Haus brennt ab. Vorne, der liegt schon erstochen. Es sieht wirklich so aus, als wenn er irgendwie von der Kerze erstochen da im Boden liegt mit Blut. Ich habe keine Ahnung, was das für ein gruseliges Lebkuchhausen. 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 Lebkuchenhaus. So rum, genau. Nö. Hallo? Ist jemand da? Manchmal, Leute, macht keiner auf. Und dann weiß ich, Margo, es wird wieder Zeit zu schlafen. Okay. Es ist auf jeden Fall ein geiles Lebkuchenhaus. Mit viel Arbeit und Liebe von ihr gebastelt und brennt am Ende einfach ab. Glückwunsch. Nee, nicht herzlichen Glückwunsch. Ist doof gelaufen. Mein Beileid. 2 Schweigesekunden für dieses Mädchen. Okay, ciao. Der Klassiker an Weihnachten, Leute. Wir sehen einmal 2 Geschwister. Einmal der linke, der ein Set voll mit Gläsern bekommen hat. Und wir sehen das jüngere und ältere Geschwisterchen, welches eine Xbox One bekommen hat. Oh, ist das Sünde. Und man kann am Gesichtsausdruck, aber kann man nur. Also ich will es jetzt auch nicht heraufbeschwören, ja. Man kann am Gesichtsausdruck eventuell erkennen, wer von den beiden glücklich ist und wer eher nicht so glücklich ist. Ich würde sagen, der links ist auf jeden Fall sehr glücklich über sein Glasset. Der rechts ärgert sich über die Xbox sehr stark. Oh, das ist einfach nur Sünde, ganz ehrlich. Aber du kannst es den Kindern auch nicht antun, dass du dem einen ein Glasset schenkst und dem anderen eine Xbox One. Das geht einfach nicht. Also, alle Eltern, die dieses Video gucken, erstmal liebe Grüße. Ihr habt eine gute Entscheidung getroffen, dass ihr Elmargo guckt. Aber wenn ihr euren Kindern Geschenke macht, ist das keine so gute Idee. Aber ich glaube, das wisst ihr. Die meisten Menschen wissen das. Aber es ist der Klassiker. Ja, wenn du Socken bekommst und dein Geschwisterchen irgendwas richtig krasses. Naja, Leute, das war
war's mit diesen Weihnachtsfails. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da und lasst vor allem ein Abo da, wenn ihr noch nicht in der Margang seid, damit ihr die Gewinnspiele nicht verpasst, Leute, und Teil der Margang werdet. Abonnieren kannst du auch ganz schnell einfach hier. Hier siehst du ein anderes cooles Video von mir. Hier siehst du meinen neuesten Upload. Klickt irgendwo drauf, seid aktiv, seid richtige Margangster. Wir sehen uns in einem neuen Video. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao, euer Margo. Ich hab euch lieb, bis dann, ciao.